Ihr könnt euch hier noch einige Mitbringsel kaufen. Boltax kann sich auch für Datteln faszinieren, die fast aussehen wie Steine, aber ganz anders schmecken, ganz süß, sodass du dann hier nicht mehr auf die Prios-Blumenkerne angewiesen bist. Und so lauft ihr am Manadi entlang und das Delta fächert sich langsam auf. Die ein oder anderen Krokodile, die sich in der Sonne gütig tun. 2 Tage seid ihr dann irgendwann im Sumpf. Moskitos, die an euch saugen. Das Delta, was ja verflucht ist. Ihr könnt einige schwarze Riesenegel noch rausziehen oder die dann auch irgendwann rausfallen, nachdem sie sich mit eurem Blut vollgesogen haben. An der Nacht werdet ihr von Morphus geweckt, die an Bord kriechen und die einigen Männern einige Stacheln in die Seite schießen. Ja, dann fühlt sich wieder zurückversetzt an seine allererste Begegnung an Bord der Seeadler. Überall ist der Geruch von verfaultem Fleisch in der Luft, auch wenn ihr keinen einzigen Kadaver gesehen habt, aber was euch ja besonders stört, eben wären da doch irgendwo Kadaver. Modergeruch, der sich über das Schiff legt. Es gibt die Sage von, ja, wenn man den falschen Flussarm befährt, die Flussschiffer erzählen auch gerne Geschichten, wenn sie dann bei euch in der Nacht sitzen, in einer Wasserpfeife, die dann aufgebaut wird auf dem Schiff, wenn man nicht den grünen Manadi oder den sanften Manadi entlangfährt, den tiefen Manadi, dann landet man im dunklen, im brennenden oder im schwarzen oder im toten Manadi. Viele, viele Seitenarme, die dann einen entlangführen. Doch irgendwann, nach einer langen Zeit, nach 10 Tagen, erreicht ihr Gudjum. Rafim kann unterwegs noch 3, 4 Flusspiraten aufmischen, die versuchen euch zu überfallen und dann erreicht ihr das Herz der Thulamidenreiche. So viel zum Thema eine Woche. Ach, ihr seid immer so gehetzt. Was? Ich habe gesagt, dass wir von Kunchum bis nach Mendinda eine Woche brauchen. Außerdem war die Flussfahrt auch vergleichsweise angenehm, oder? Ja, wir wurden nur einmal richtig überfallen. Ja, und ich hatte unbequemere Bootsfahrten. Ich hatte viele unbequemere Bootsfahrten. Diese war... Boltax hat sich nur ein einziges Mal übergeben. Wir sollten stolz auf ihn sein. Ah. Ja, bei diesen Stromschnellen, als es da plötzlich ein bisschen hin und her schwankte. Ja, das war sehr unangenehm. Aber es hat sich doch alles wirklich zum Besten gegeben. Am Ende, also als Rafim diesen Piraten da so ein bisschen ins Wasser getunkt hat und dann wieder herausgezogen hat, das war schon sehenswert. Beim Kampf gegen die Piraten ist Jalan wohl auch unabsichtlich fehlgetreten und ins Wasser gefallen, sodass er das ein oder andere an Metern schwimmen musste, auch wenn gerade der Morast dich nach unten gezogen hat. Vielleicht waren es auch deine Kettenstiefel, deine Rüstung, dein Schwert, was an deiner Seite gebaumelt hat, aber du musstest schwimmen, schwimmen und schwimmen. Ach, ich hasse Gardangwasser. Na, zum Glück haben wir euch wieder rausgezogen. Na, das Krokodil sah ziemlich hungrig aus. Oder war es ein Alligator? Es war ein Krokodil. Und sind beide lecker. Ja, aber nur eins davon wird wütend, wenn ihr es ein Alligator nennt. Ach, das hätte sich an eurer Hand die Zähne ausgebissen. Also ja, dann wo genau sind wir denn hier? Nicht, dass ich die Stadt nicht kennen würde, aber so oft bin ich nicht hier. Nun, ihr habt ein Kontor, habt ihr gesagt? Wir haben ein Kontor unten im Hafen. Oben im Hafen. Erstaunlich. Ich nehme an, liegen wir im Seehafen oder im Flusshafen? Ja, ihr kommt gerade am tiefen Manadi im Flusshafen an. Könnt auch sehen, wie ihr unter den Brücken hindurchfeiert. Einige Händler, die euch versuchen, von oben, von den Brücken herab, irgendwelche Waren zu verkaufen, euch runterzureichen. Ihr könnt auch sehen, wie 2, 3 Leute dann auch über euer Flussboot hinübersteigen. Überall sind dann schon andere Kähne angelegt, angekettet und man benutzt sie wie selbstverständlich, um darüber hinüber zu laufen. Wenn man gerade die Brücke nicht benutzen möchte, kann man dann eben über die Boote gehen. Und das werden auch tatsächlich einige Leute machen, vor allem dem Thulamiden. Mittelreicher könnt ihr ja auch erkennen auf den Straßen. Aber hier vor allem die einheimische Bevölkerung, die dann ruft und gackert. Ihr könnt auch noch sehen, wie dann 2, 3 Hühnerkäfige an euch vorbeigereicht werden. Irgendwelche Silbermünzen, irgendwelche Kupfermünzen, die dann auch noch... Ist das hier ein Schmuggel? Ihr seid euch nicht ganz sicher, auf was für ein Boot ihr seid, aber mit einem Blick auf eure Kiste mit Diamanten, ihr seid euch sicher, dass das zumindest nicht bestohlen wird, sodass ihr dann irgendwann am Flusshafen anlegt.
Von hier aus ist es nur eine kleine Reise, weiß zumindest ja dann in Richtung eures Kontors. Aber ihr müsstet am Maraskana Viertel entlang gehen. Ich meine, da sparen wir uns. Wir fahren einfach bis dahin durch. Ja, aber die Anlegestelle macht das gerade nicht mit. Ich verstehe nicht. Ja, dann wo muss ich jetzt mit der Kiste hin? Wir haben noch eine Anlegestelle im Kontor, oder worauf möchtest du hinaus? Ach so, im eigenen Kontor wolltest du anlegen? Ja. Mann, ich wollte euch durch das Maraskana Viertel führen. Ich weiß, dann habe ich keinen Bock zu. Ich bin in der Kiste voller Diamanten. Ah, das geht doch nicht um dass ihr beklaut werdet. Ja, ihr könnt... Wir liegen nämlich direkt an der Hafeneinfahrt. Also ja. Wir können jetzt, wenn wir hier drunter segeln, müssen wir einfach noch links. Ihr könnt euch den Fluss langsam und stetig dann entlang kämpfen und kurz bevor ihr dann in das Perlenmeer selbst einmündet, könntet ihr dann dem Hafenflößer dazu anhalten, für eine gewisse Summe an Backschisch, dass er euch dann an eurem eigenen kleinen Hafen an der Werft entlässt. Das Kontor selbst, ja, dann du erkennst es kaum wieder. Eine traurige, alte, zerfledderte Fahne von Praios weht im Wind, die du damals selbst nicht aufgehängt hast. Die Kai-Anlagen, die Stege sind morsch. Nicht wirklich viel ist hier passiert. Und ja. Und tretet ein. Ich gebe zu, es könnte einen neuen Anstrich gebrauchen. Wo ist die Kontorleiterin? Ist ein schöner Müllhaufen, Jalan. Ich dachte, Karino hätte das aufgeräumt, aber... Aber ihr kennt euch wirklich vorzüglich aus hier, so wie ihr die Besatzung hierher gelotst habt. Bitter gelernte Erfahrung. Jalan, ich glaube, ich bin gerade durch deinen Fußboden getreten. Sollte hier jemand sein? Ein paar Leute. Manchmal, also früher. Ich weiß nicht, wenn Karin noch wirklich verschwunden ist, dann wird hier auch niemand mehr. Hallo? Warum riecht es hier nach Katzenurin? Ich glaube, weil da hinten gerade eine Katze hinpisst. Ja, du guckst dich um, Waffenkammer ist leer, Bücher gibt es wohl aktuell nicht. Und wenn du dann die Stiege nach oben trittst, kannst du sehen, wie die Türen wohl offen steht. Und in einem der Betten, ist wohl zusammengestürzt, aber trotzdem liegt dort immer noch schnarchend drin, Porkwurm. Der Zerstückler. Geh hin und trete ihn sanft. Ja, verschluckt sich kurz beim Schnarchen, wird dann wach, reißt die Augen auf. Bin ich tot? Porkwurm, du alter Metzger. Jalan, was tust du denn hier? Mein Kontor besichtigen. Was tust du hier? Sag doch was, dann hätte ich's repariert. Kündigt euch doch an. Was tust du hier? Denn arbeiten ist es offenbar nicht. Nee, wir sind alle weg. Was ist aus der Kontorleiterin geworden, die Karino angestellt hat? Die ist schon lange weg. Die Schiffe sind gesunken. Karino, keine Ahnung, wo der ist. Niemand hat sich gekümmert. Geld ist ausgeblieben. Verlässt sich auf einer Landfahne. Die Söldner sind weg. Keine Ahnung, wo die angeheuert haben. Der letzte, der gegangen ist, war Oktan. Jetzt sind wir wieder da und wir haben eine volle Geldbörse dabei. Das ist gut. Ihr schuldet mir übrigens noch 50 Dukaten. Aber mir bezahlt den Mann. Für richtig, was? Aber mir, wenn du so gut wärst, den Mann zu bezahlen. Für was? Für Schlafen? Für seine Dienste in der Zeit. Ihr habt hier geschlafen. Ich bin mir sicher, er hat Besetzer und Einbrecher herausgehalten. Nicht wahr, Porkom? Ja, genau. Dann bezahlt ihn selber. Das ist euer Kontor. Ihr seid genauso geizig wie unser Kontor, aber mir. Ich wundere mich, dass ihr überhaupt noch lebt. Ich bezahle noch nicht damit, dass ihr hier nichts tut und freie Unterkunft und Logis genießt. Freie Unterkunft? Sieh dich mal um. Ich kann mir nicht mal Holz leisten. Wozu braucht ihr Holz? Es ist warm. Gott, ich bezahle den Mann mit dem Wechsel. Ihr könnt noch ein weiteres Schnarchen vernehmen. Was wohl ein Raum weiterkommt. Und zwar aus dem Raum von Jalan und Myria. Gäste? Vorkommen? Was? Nee, kein Gast. Kam aus Maraskan rüber. Er sagte, er gehört hierher. Ich schau mal rein. Du siehst eine uralte Gestalt mit einem langen weißen Bart. Fürchte Praios! Praios zum Gruße, Praios zum Gruße. Was? Praios zum Dank. Ah, ja, dann, du lebst noch. Dasselbe könnte ich von euch sagen. Praios, er richtet sich auf, sein Rücken knackt, seine Beine knacken. Ah. Ich helfe ihm auf und klopfe ihm ein wenig den Rücken ab, als vermutlich noch mehr Knacken auslöst. Okuri sei Dank. Euer Gnaden? Ja, schönste Blume unter dem Himmel.
Sehr gut. Zumindest die Zunge habt ihr euch nicht abgebissen. Sie ist eine Auserwählte. Das kann man doch erkennen. Zwar nicht von Praios, doch Raya ist eine Schwester und sie ist genauso geliebt wie der Praios, der Erstgeborene. Ich mag ihn. Ach, hättet ihr was gesagt, hätte ich... Ich hol mein Praios Vadomekum, das muss gefeiert werden. Wen habt ihr denn da mitgebracht? Ich habe schon eure Fahne gesehen. Guter Plan, Abelmir, guter Plan. Kenn ich auch. Abelmir, ihr seid Schwarzmagier? Ja. Die Umstände lassen es so wohl erscheinen. Du siehst, wie er anfängt zu weinen. Nicht doch, alter Mann. Ja, Land, warum ist er als Schwarzmagier geworden? Ich habe getan, was ich wählen konnte, aber das Schicksal war einfach zu stark. Er lehnt sich erst auf Jalan, löst sich dann aber schnell von dir und kommt dann mit zitternden Händen auf Abelmir zu. Abelmir, du kannst mit mir über alles reden. Und dann schließt er dich an seine alte, klapprige Brust und drückt dich so fest er kann. Na, alter Mann. Jetzt wird alles wieder gut, er streichelt dir über den Kopf. Ja, jetzt sind wir hier. Alles wird wieder gut. Ich werde dich in die weiße Gilde vielleicht nicht, aber schwarze Magie, Abelmir. Es ist nicht unbedingt schwarze Magie, was ich ausübe. Weil Porkwurm ist aus dem Zimmer rausgetreten und mit einer bierverklebten Schürze wird er dann mal den Neuankömmling mustern. So, vor allem Rafim, Isarun. Ihr seid der lokale Hausbesetzer. Das ist Fürchtepreyers, er ist Priester. Was? Nee, ich bin Porkwurm. Ich bin der Heiler hier, Porkwurm. Er gibt dir seine schwielige Hand. Wenn ihr euch irgendwann mal was abgesägt werden muss, ich bin euer Mann. Ich glaube, ich verzichte lieber, aber sehr erfreut. Sagt einmal, woher kennt ihr denn Jalan und Abelmir? Von der blutigen See. 3 Jahre ist das mittlerweile her. Oder 4? Kratzt sich so ein bisschen am Kopf. Wenn er sich mit Fürchtepreyers gerade nicht unterhält, dann könntet ihr ihn ja selber mal fragen. Damals noch zu Ephadaios Zeiten. Aber der ist ja auch mittlerweile tot. Oh, das war sicher auf dieser Dämonenarche. Wart ihr dort auch mit? Davor auch noch. Auf der Dämonenarche selber? Da gab es nicht so viel zu handwerken. Ich habe dann hier das Kontor übernommen. Aber ich komme eigentlich von Ratharalsani noch. Ach was. Auf der Seeadler? Klar, wir waren auf Maraskan gemeinsam. Blutsbrüder, Jalan und ich. Das hättest du mal sehen müssen, Mädchen. Oh, Jalan erzählt nie was von Maraskan. Kommt, der ist ja ganz schüchtern. Ihr habt bestimmt ein paar Geschichten auf Lager. Bin ich aber neugierig. Er ist einmal in dieses Schlammloch getreten und hat sich dieser Würmer eingefangen. Sein Bein hat gestunken. Ich wollte das eigentlich abschneiden. Aber er hat sich geweigert, hat geweint wie ein Mädchen. Wie ein Mädchen. Das kann ich mir vorstellen. Und weiter? Setzt euch runter. Komm mit. Der Tisch funktioniert noch. Aber ich habe kein Bier mehr. Ja, das ist nicht so schlimm. Wir werden schon was besorgen. Jetzt habe ich 50 Dukaten wieder von denen. Das ist gut. Bier und Holz. Wusstet ihr, dass Jalan jetzt verheiratet ist? Das hat mich gar nicht zur Hochzeit eingeladen. Nein, ich weiß. Sonst hätten wir uns ja schon kennengelernt. Oh, so einen illustren Mann wie euch, den hätte ich doch nicht vergessen. Ne? Er ist mein Blutsbruder und lädt mich nicht zur Hochzeit ein. Ja, ich hab immer an ihn gedacht, jeden Tag. Jalan. Ich hoffe, dass er hier zur Tür reingeht. Hat mich einfach vergessen. Es war bestimmt nicht seine Schuld. Vielleicht war seine Frau dagegen. Ich habe mich so gefreut, dass Kiaras noch kurze Zeit hier war. Und Kiaras ist dann auch irgendwann gegangen. Hat dann noch die Frau eingeschleppt und die hat das ganze Geld weggenommen. Kiaras, Karino und die Frauen. Ja, Isarun, du kannst erkennen, wie neben mir, neben Abelmir steht ein alter Praios-Geweihter, der Abelmirs Hand hält und sie festdrückt und er weint. Abelmir, was habt ihr mit ihm angestellt? Euer Ehrwürden, was ist denn los? Ich war unschuldig. Abelmir ist Schwarzmagier geworden. Praios hat ihn verlassen. Ja, ich werde eine Messe vorbereiten. Ich prügel dir Praios wieder ein, mein Junge. Ich reich ihm meinen Gürtel. Euer Ehrwürden, ihr seid ein sehr sympathischer Mann. Oh, ich habe auch noch einen Schlagring in eurer Größe dabei, das ist doch kein Problem. Also, nein.
Das finde ich nicht gut. Wir hatten doch, als wir in Punin waren, ein längeres Gespräch darüber. Und ich kann mich daran erinnern, dass von einem sehr weisen Mann die Worte gefallen sind, ein Stein bleibt ein Stein. Wenn Abel mir glücklich ist in der Schwarzen Gilde, wer sind wir, dass wir darüber urteilen? Wo das Licht des Herrn erstrahlt, verblassen Lüge und Zweifel. Wo das Licht des Herrn herrscht, wird die Ordnung nicht wanken. Wo das Licht des Herrn wacht, weicht die Dunkelheit. Ich ahne, woher Jala seine Erziehung genossen hat. Ich bin sicher, mit eurer Eloquenz werdet ihr ihn überzeugen und müsst nicht zu solch drastischen Maßnahmen greifen. Herr der Sonne, blicke auf deinen Sohn, auf deinen verlassenen Sohn, mit einem gleißenden Auge und brenne die Schuld aus ihm. So sei es, Lux Triumphat. Oh, Jalan, ich habe gehört, dass du in Zorgan deine Prüfung abgelegt hast. Ich bin so stolz auf dich. Ich habe das an Maraskan nicht mitbekommen, aber die anderen haben es mir danach erzählt. Tatsächlich ja. Jetzt ist es nun auch schon wieder. Und umarmt dich. Dies ist nun auch schon wieder eine Weile her. Ich bin so froh, dass du ein Geweihter von Praios bist. Ja, und dann ist er mit diesem Mann mit der Falkenmaske. Ich trete Voltax. Aber kräftig. Oh, was denn? Ist doch wahr. Ich bin auch sehr froh, dass Praios mich auserwählt hat. Sol Aureus in Alvaranstadt. Coelus Semper Illuminat, Arx in Aeternum contra Infernum Vigilat. Es sei. Aber gut, warum bereitest du nicht eine Messe vor? Und Pocom, kannst doch sicherlich ein paar Tagelöhner auftreiben, die hier ein paar kleine Reparaturen... Ja, er geht derweil los, holt sein Praios Vademecum und hält es hoch Ihr aktuell steht ja noch im Kontor, sonst würde es in die Sonne halten. Rex duodecem, gloria dere, aurea lux. Ja, und er wird leiser und leiser und geht aber halt nach draußen. Wie gesagt, wir können sicherlich ein paar Tagelöhner herbeischaffen, die den Boden ausbessern, ein wenig streichen, Kleinigkeiten. Hauptsache ich kann was sägen. Das ist doch ja, für Holz wird es auch reichen. Dallan, wir erzählen gerade Geschichten von als sie auf Maraskan wart. Ich weiß, deswegen versuche ich ihn herauszuschaffen. Warum? Schämt ihr euch dessen? Jedenfalls, ich glaube, die... Und dann war da diese riesige Schildkröte. Ich glaube, die Dau, mit der wir eingelaufen sind, braucht einige neue Ausbesserungen. Warum willst du die nicht mal ansehen? Die Dau? Hast du eine Dau gekauft, Jalan? Geschenkt bekommen. Sag mal, warum war ich nicht zu deiner Hochzeit eingeladen? Wir haben einen sehr kleinen Kreis gefeiert. Ja, ich war auch nicht eingeladen. Würfel mal auf Lügen. Ich meine... Ich kriege eine Erleichterung, weil es nicht so hart gelogen ist. Wir haben wirklich eher in einem kleinen Kreis gefeiert. Ja, aber Raffin war auch nicht eingeladen. Ja, das stimmt sogar, aber trotzdem, das ist... Fünf. Er guckt dich zerknirscht an. Jetzt, wo du Praios geweiht bist, darfst du nicht mehr lügen, ne? Trotzdem. In kleinem Kreis, ich bin dein engster Freund. Ich kenne dich noch länger als Abelmir. War Abelmir da? Abelmir war leider an seiner Magos-Arbeit beschäftigt. Wer sind denn jetzt seine Freunde, Mann? Er gibt allen die Hand. Ey, ich bin Pockwurm, ich bin hier der Heiler. Iserhund war da und Zulamin wäre fast da gewesen, aber wir haben uns dann dagegen entschieden. Er hat eine ganz reizende Frau, müsst ihr wissen. Ja, ich bin sein bester Freund. Ich habe sie leider noch nie getroffen. Er funkelt dich böse an, Boldax. Er hat wohl ein bisschen Angst, dass du der beste Freund von Jalan bist. Das freut mich. Du hast gesagt, ihr seid Blutsbrüder, nicht wahr? Ja, auf Maraskan. Ey, super. Das finde ich ganz gut. Dann sind wir auch Blutsbrüder, weil, also gewissermaßen hat Raffim, der Große da, mit uns allen diese Blutsbrüderschaft gemacht. Und Voltax! Was? Ich gehe mal Bier kaufen. Er tritt dabei irgendwie gegen ein Fass, was dann zerbricht und geht nach draußen. Mach's gut, Bruder! Ja, Boltax, ja. Mit deiner Heilkunde Seele, du weißt, dass du ihn gerade zutiefst verletzt hast. Ich hau Boltax, aber kräftig, dass es weh tut. Boltax, hör auf, meine Freunde unsicher zu machen! Ja, so steht ihr alleine in einem kaputten Kontor, blickt euch um. Ein Saustall mit einer Kiste voll Diamanten. Gut, wir brauchen neue Türen. Wir brauchen ein paar Wachleute. Wir brauchen ein neues Kontor, so wie es aussieht. Ach, papalapap, die Bausubstanz ist doch vollkommen in Ordnung. Ich klopfe gegen die Wand, von der der Putz herunterrieselt. Das ist ein Müllhaufen, Jalan, aber wen juckt dein Müllhaufen? Zulamin. Also ich beteilige mich nicht an diesem baufälligen Werk.
Wir sollten erst einmal den Keller inspizieren. Wenn der Keller gut ist, können wir den Keller. Was für ein Keller? Das hier ist auf dem Kai gebaut. Hattet ihr denn damals einen Ort für Wertsachen? Vielleicht nehmen wir den erst einmal in Augenschein. Wir hatten einen Panzerschrank. Sonst müssen wir die ganze Zeit um die Kiste rumstehen. Wir hatten einen Panzerschrank. Dann irgendwo, ich glaube unten in der Schreibstube. Ja, wir gucken in die Schreibstube. Hat man das schwere Ding mitgenommen? Er ist verrückt, es gibt Schleifspuren. Er wurde versucht aufzubrechen. Du kannst unglaublich viele Kratzer sehen, aber er steht noch da. Seht ihr, gute zwergische Arbeit. Ich weiß gar nicht mal, wo Carino den hergeholt hat. Habt ihr den Schlüssel? An Carino den Schlüssel. Carino hat den Schlüssel. Ja, perfekt. Dann ist das ein Stück Metall. Ihr seid doch Schwarzmagier, könnt ihr nicht öffnen. Wie habt ihr euch das vorgestellt? Mit meinen Fingern? Ich dachte, ihr schnippst einmal damit und dann klick, klack, klack, geht das Schloss auf. Ich werde die mir einmal anschauen. Aber, jetzt bevor ich sie wieder vergesse. Sulamin. Ja. Wart ihr eigentlich bei unserem Blutschwur dabei? Nein, oder? Nein. Ich höre zum ersten Mal. Müssen wir nachholen. Ach, schön. Oh, Sulamin, du wirst dich freuen, das ist eine ganz tolle Zeremonie. Freut euch schon. Total. Ja, aber unter besseren hygienischen Bedingungen. Ja, natürlich, ich hol mein Messer aus dem Rucksack. Was? Warte, ich hab mir gerade ausgestehen lassen, ich hol's eben. Gib mir eine Sekunde. Oh, das wird eine schöne Zeremonie. Oh, was ein toller Urlaub. Und so bringen wir die Bude halbwegs auf Vordermann.